Dynavolt Intact GP Teampräsentation 2017. German Dream Team Teampräsentation, diesmal mit Sandro Cortese und Marcel Schröter, der Jonas Folger ablöst. Marcel, an dich die erste Frage. Neues Team, neues Motorrad, wie geht's dir damit? Ja, soweit ganz gut. Also ich bin super happy mit dem Team und jetzt auch im Team dabei zu sein. Und ja, fühle mich sehr wohl hier. Und die ersten Tests haben wir hinter uns. Verliefen zwar nicht ganz so wie erwartet, rein technisch von der Rundenzeit her. Aber ansonsten ja, haben wir bis jetzt gute Arbeit geleistet und haben jetzt noch 6 Tage vor uns. Und im Großen und Ganzen passt alles und macht riesen Spaß. Sandro, wie hast du den neuen Teamkollegen willkommen geheißen? Ja, der Marcel, den kenne ich ja schon lange und wir sind ja immer im Kontakt drum. Ja, freut es mich, dass wir zusammen im Team sind. Du bist ja ein ganz ähnlicher Kerl, so wie ich, und bodenständig, und wir verstehen uns super. Sandro, was sind denn im Vergleich zu Kalex bei der Sutter jetzt die größten Unterschiede? Ja, also fürs bloße Auge sieht man, dass natürlich das Motorrad um einiges schmäler und ja, kürzer ist. Für mich ein großer Vorteil, einfach weil ich mir ein bisschen schwer dran habe auf der großen Kalex, einfach von der, weil ich im Vergleich schon relativ klein bin wie andere Fahrer und einfach die Hebelkraft teilweise oft an manchen Strecken mir gefehlt hat. Und für mich jetzt die Sutter einfach entgegenkommt, weil ihr einfach kompakter auf dem Motorrad sitzt und ja, mir das Ganze doch ein bisschen erleichtert. Marcel, du bist ja einige Motorräder jetzt in den letzten Jahren gefahren. Wie ist dein Eindruck? Der erste Eindruck war sehr positiv eigentlich, also letztes Jahr im November, dass er sehr viele Punkte hat, wo sehr viel Potenzial bringen können, glaube ich. Momentan bin ich zwar nur einfach zu langsam, muss man einfach so sagen, und deswegen ist es schwierig, jetzt eine gewisse Aussage zu geben, aber sonst bin ich sehr zufrieden. Wir müssen jetzt einfach nur herausfinden, an was es liegt, dass ich nur nicht das Vertrauen habe, um einfach wirklich an die Rundenzeiten zu kommen. Aber im Großen und Ganzen hat das Motorrad sehr viel Potenzial von dem, was ich einfach spüre und von dem, was ich kenne von anderen Motorrädern. Und jetzt muss man einfach nur den Weg finden. Und momentan tue ich mir ein bisschen schwer noch. Und ich bin mir sicher, den Weg werden wir finden. Sandra, was hast du für diese Saison vorgenommen? Ja, ich will jetzt keine Prognose sagen, auch Endplatzierungen. Für mich ist einfach gesund bleiben, bis zum ersten Rennen, natürlich auch über die ganze Saison. Und dann konstant Top-Platzierungen einfahren. Und dann wird auch die Saison gut. Nicht nur Einzelergebnisse, gute einfahren, sondern wirklich konstant versuchen, das aufzubauen, gute Ergebnisse Rennen für Rennen einzufahren. Und dann am Ende vom Jahr, wenn mir das gelingt, passt auch die Endplatzierung. Marcel, deine Ziele für die Saison? Mein Ziel ist es einfach, jetzt gut in die Saison zu starten. Wichtig, die 6 Tage gut zu nutzen, um einfach dann in Katar bereit zu sein. Weil, wie gesagt, momentan sind wir noch ein bisschen hinterher. Aber dann in Katar immer die Saison in einem guten Weg ja, anzufangen. Und dann mein Ziel ist natürlich, mein erstes Podium dieses Jahr zu schaffen. Ich meine, es wird Zeit natürlich und bin mir sicher, ich kann es und ich habe das Team dazu. Und das ist eigentlich mein Ziel und dann werden wir sehen, was daraus wird. Einige Siegfahrer der letzten Jahre sind in die MotoGP aufgestiegen. Sandro, was denkst du, wer wird in diesem Jahr um die Moto2-Krone kämpfen können? Es sind zwar 4 hoch, aber die ganz schnellen Fahrer sind auch geblieben, wie Morbidelli, Tom, der Vize-Weltmeister geworden ist, Marquez, Baldassari, Nakagami, das sind alles Leute, die Rennen gewinnen können. Aber ich denke, der Titelfavorit an sich wird der Tom sein. Ich denke, der hätte letztes Jahr schon den Titel einfahren können, wenn er genauso angefangen hätte, wie er aufgehört hat. Wäre einer der Titelfavoriten schon am Anfang von der Saison letztes Jahr gewesen, aber nur über ihn geht dieses Jahr der Titel. We'll be right back.